ist jetzt genau gleich, oder? Ja, also eins du bei jedem rein scheint das Mittel der Wahl zu sein. So. Trotzdem muss ich mir irgendwo Kupfer herstibitzen, auch wenn es nicht über ist. Dann wird halt kurz kein Chip-Gedöns hergestellt. Sollte okay sein. Gibt es hier Engpässe wegen Platzmangel? Bei den Flakes zum Beispiel staut es sich langsam. Das heißt, die Dinger müssten ebenfalls mit Speedmodul versorgt werden. Ich sollte vielleicht in der Forschung auch mal in der Richtung weitergehen. Also Speed oder Produktivität. Wobei Produktivität ist so meh. Ja, weniger Speed, mehr Pollution und viel mehr Energieverbrauch für 4%. Das ist nicht so toll. Nicht wirklich. Stahl, her damit. Bau den Grinder. Kupfer wird mehr. Zip. Strom ist okay, ich muss unbedingt Merkus bauen. Und hier muss der eine Grinder hin. Abbrechen, hinsetzen. Damit die restlichen Eisenerzsachen hier auch noch vergrindet werden. Wobei, ich könnte... Oh, du bist schon mal leer. Das hier muss alles schnell weg. Grinder, einfach auf die andere Seite. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Nom. Oh, überall explodieren Dinge. Das war ein sehr großer Angriff. Unten schießt auch irgendwas. Ja, also dank Hardcore werde ich es dieses Mal wirklich machen müssen, dass ich alles automatisiere. Also alles an Gebäuden. Das hatte ich ja schon sehr häufig vorgehabt, aber ich habe es nie gemacht. Weil am Ende war es dann doch nicht nötig, weil halt nichts zerstört wurde. Aber da sie jetzt hier direkt in die Basis reinspringen und ich noch kein flächendeckendes System habe, das instant alles tötet, was spawnt in meiner Basis, geht immer irgendwas kaputt. Also blaue Chips werden auch hergestellt, das ist gut. Seid ihr beschränkt? Ja. Und hier warten 200 blaue Chips darauf, verbaut zu werden. Das ist super. Fuel Blocks haut soweit auch hin. Oh, das Öl kommt nicht hinterher. Ja. Speedmodul bei euch. Zack, zack. Noch mehr Speedmodul bauen und ich brauche grüne Chips. Da wird... Ach du... Ja. Die Osterweiterung ist nicht sicher und ich habe jetzt drin Viecher, die alles wegfressen. Vor allem ziemlich schnell, wenn ihr so die seht. Sind zwar nur Fließbänder, aber dennoch. Ja, ein richtiger Pulk ist da drin. Irgendwo hier? Wandern gerade rum. Da. Haben gut Nom-Nom gemacht. Mist. Okay. Ist aber alles in Robo-Abdeckung, dass es neu gebaut werden könnte? Ich denke, / hoffe schon. Oh, hier ist die ganzen Pfosten weg. Und der nächste Angriff drin. Jupp. Ah, und die Drills sind auch zerstört. Gut, dass es keine MK-Schieß-mich-tot-Drills waren. Es ist vielleicht auch ein Vorteil, dass es die ganzen teuren Sachen nicht gibt. Man baut halt nur mit Dingen, die einigermaßen leicht ersetzbar sind. So, könnte ich einsortieren. Also ich könnte das ganze Erz, das jetzt abgebaut wird, schon mal in Kisten packen für später. Jo, warum nicht? Mach mal so. Warum nicht? Eine ganz schnelle Lösung, für warum ich es nicht in Kisten einsortieren sollte. Weil es hier verdammt nochmal nicht sicher ist. Da wird die Kiste aufgefressen. Ja. Ich brauche viel mehr Construction Bots. Und ich brauche viel mehr Kupfer, ja.
Ich denke, bevor ich mich jetzt nochmal von zigtausend Sachen ablenken lasse, laufe ich jetzt. Also erstmal wundere ich mich gerade, dass hier keine Munition rumfließt. Ja, es wurde sehr viel. Es waren viele, die kaputten Sachen aufzuheben. Erst reparieren, dann aufheben. Also ja, es ist jetzt sehr viel an Länge dazugekommen von dem Munitionsfließband. Das heißt, es dauert auch länger, alles abzudecken. Aber eigentlich sollte da regelmäßig was kommen. Naja. So, Blueprint, dich hier setzen. Andersrum. So. So. Und da kann ich es nicht setzen, richtig? Doch, kann ich. Gerade noch so kann ich setzen. Da auf das Uferding. Fischis. Komm nicht ran. Also, bevor ich mich jetzt nochmal ablenken lasse, muss ich losgehen und Dinge töten. Auf, dass wir neue Grinder bauen können. Ich brauche nämlich viel mehr davon. Das heißt, ich gehe jetzt mal in Richtung der Basis, die wir schon mehrfach angeknackst haben, weil da schon was ist. Zerstör, glaube ich, sogar mal einen von den richtig dicken Hives. Ja, weiß nicht. Nee, ich glaube, es macht mehr Sinn, die Kleinen hier wegzuhauen, bevor die groß werden. Weil die brauchen hier eine Weile, sich zu erholen. Und ich kann immer wieder zwischendurch rein und deren kleinen Gebäude zerstören. Ja. Ist das Absicht, dass die Basis so rumgeklustert ist um das Öl? Werden die von Öl angelockt? Ja, werden die da auch besetzt? Sieht komisch aus hier. Jo, gut. Also, ganz viel Flammenmunition holen und irgendwelche Basen zerstören für noch mehr Grinder. Hofft, dass das mit dem Metall endlich mal hinhaut. Und haben die Roboter inzwischen ein bisschen Luft? Ne, weil Construction Bots ist immer noch null. Mist. Ja, Problem mit der Riesenbasis. Du bräuchtest eigentlich eine Kiste. Ich hätte gerne einen größeren Puffer, was die Akkus angeht. Das ist so ein bisschen wenig. Na gut, wo war jetzt das Zeug? Das Zeug war da oben irgendwo. Du bist leer? Gut. Need more working radars. Stimmt. Kann ich nicht wegen Kupfer. Aber einer macht jetzt das nicht wirklich schlimm. Wobei macht es doch. Weil ich ja gleich noch mehr Türme aufstelle. Das heißt, ich mache mal kurz Platz im Inventar. Suche dann Kupfer. Bau Radarstationen. Verteil Radarstationen. An der Außenmauer lang. Da ist nicht so gut. An der Außenmauer lang. Und geht dann töten. Na, gute Tränke kommen langsam wieder. Sehr gut, dann kann ich weiter forschen. Forsch bitte mal. Bessere Speeddinger. Energy Consumption 60%. Die davor haben 50. Das heißt, der Energieverbrauch wird zwar höher, aber nicht doppelt so hoch. Also die Geschwindigkeit wird. Der Bonus zur Geschwindigkeit wird 50% höher. Also vorher war 20, jetzt ist er 30. Das heißt, der Bonus wird 50% höher. Der zusätzliche Stromverbrauch wird aber nicht 50% höher, sondern der wird nur. Krumme Zahl incoming. 20% höher. Oh, keine krumme Zahl. Ja, also es lohnt sich, die besseren zu benutzen. Das heißt, ich erforsche gleich mal. Ich weiß nicht, ob das in Vanilla auch so war. Weil es macht Sinn, dass höher technologische Sachen auch ein wenig effektiver sind, was die Umsetzung angeht. So, ich wollte Kupfer schnappen. Weil, oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Da ist überall Kupfer. Das sind grüne Chips, das sind rote Chips. Alles nur, weil ich das. Wow. Weil ich das eine Ding da gemacht habe. Zip. Zip. Schon wieder mehr Slots. Sehr gut. Rote Chips kann ich mir auch mal schnappen. Nom, 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 nom. Gut. Eisen staut sich auch. So schnell kann das gehen. Das ist Hammer. So. Und jetzt bau bitte, ja, eine Handvoll Radarschüsseln. Bau dich hier unten schön in eine Reihe. So, ne? Ja, ich glaube, so war's. Blieb, blieb, blieb.
25 Türme kann ich jetzt noch bauen. So. Wo ich gerade mal hier bin, bau bitte hier auch irgendwo. Als erstes brauche ich wieder ein Stromnetzanbindungsding. Bist du hier richtig? Da und da. So, hier jetzt irgendwo ein Ruheport, der dann weiterleiten kann. Oder ist jetzt schon abgedeckt? Ja, jetzt ist schon abgedeckt, okay. Allerdings schaffen die Roboter nicht mal die paar Blueprints hier zu setzen. Also sollte ich das eigentlich lassen, oder? Und das Fließband funktioniert immer nicht so wie soll, weil wahrscheinlich die Munitionsfabrik gar nicht läuft. Ich will doch nur töten gehen. Aber der Druck ist jetzt wenigstens ein bisschen weg, was die Ressourcen angeht. Also ich wollte primär töten gehen, um mehr Grinder zu bauen, aber Kupfer und Eisen scheint sich jetzt ja doch, wie auch immer, zumindest kurzfristig behoben zu haben. Das heißt, hier ist jetzt das Problem. Weil kein Kupfer angeflogen kommt. Was ist deine Ausrede? Deine Ausrede ist, es staut sich? Oh nein, ich habe irgendwo... Die Ausrede ist, es fließt auf das vollkommen falsche Fließband. Dreh dich um. Okay. So. Überlebst du da unten? Nee. Ist mir egal, du bist nur ein Turm. Runter, 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 runter. So. Problem ist, wird jetzt noch auf die linke Seite des Fließbandes gelegt. Und ich verhungere wieder. Ja, mach's alles rot, ist okay. Also es wird nur auf die linke Seite des Fließbandes gelegt. Das heißt, ich mache das am besten mal hier drüber und fliege die Munition auf das Fließband. Oder ich lege es hier oben aufs Fließband. Na, ja, fliegen ist schon okay. Tu. Roboter wird gefressen. Hm. Tu dich mal dahin, forder bitte mal die an und leg die da auf das Fließband. Go. Ist bald. Ah ne, das ist Osten. Man kann auch gar nichts kaputt gehen. Warum bist du verdammt langsam? Weil du keinen Strom hast. Weil die Lücken jetzt so groß sind. Wo bist du? Feind? Feind ist tot, weil er in irgendein Turm reingelaufen ist. Ja. Reparieren. Da ist einer eingebrochen. So viel dazu, dass eine Einerwand reicht, ha? Repariere das und das und verlängere dich da und da und hier das Blueprint einmal neu setzen. Jenes Blueprint. So. Und so. Ich glaube, jetzt kommt es aber wieder durcheinander mit auf der linken Seite das eine, auf der anderen linken Seite das andere. Das wird noch ein Spaß. Also jetzt mit dem neuen... Achso, ertrinken. Ah, ersticken. Ja. Mit dem neuen System wäre auf der rechten Seite die Sniper-Munition, auf der linken Seite Gatling-Munition. Aber das, die alten Reste sind halt nur auf dem einen Fließband und touren jetzt hier im Kreis. Das heißt, ich werde die irgendwann wegfischen müssen. So, gib mir, gib mir, gib mir. Alles gut, alles gut, alles gut. Was sagt die Forschung? Sagt sie, ich darf weitermachen? Rote Tränke okay, grüne Tränke okay, rote Tränke okay, das heißt go. Dreier kann ich nicht, weil es ist viel zu teuer. Okay. Aus Eldrit könnte ich lila Tränke machen. Dazu müsste ich mir erstmal Minen schnappen, was das andere Zeug angeht. Also die Vorstufe von dem Eldrit. Ich hatte davon schon ein paar Lager befreit. Die müsste ich dann aber zu Außenposten umbauen, zu autarken Außenposten. Was problematisch sein könnte. Ja. Außer ich probiere es mit den Lasertürmen. Wäre, glaube ich, der nächste Schritt.
Was mit dir? Du brauchst das andere Zeug. Das wollte ich nicht erforschen, weil das viel zu viel kostet. Das hier klingt sehr gut. Machen wir das. So. Wurzel, Wurzel. Batterien sind rote Kisten, oder? Ja, sind rote Kisten. Weg. Noch irgendwo? Bestimmt. Noch runter. Kann es sein, dass die Mauern langsam ausgehen? 204 haben wir noch. Könnten beide reichen. Aber jetzt, was wären die nächsten Schritte? Eisen und Kupfer ist okay, aber nicht langfristig. Ich habe immer noch genug Zeug dabei, um die Basis anzugreifen, also soll ich das auch bald tun. Und damit den Grinder bauen, damit das... Hier ist kein Grinder mehr nötig. Hier wird... Na doch, es wird nicht alles umgebaut. Also einen Grinder bräuchten wir noch hier. Und dann noch die ganzen Grinder für die Anlage da hinten. Dann komme ich hier überall Speednoodle rein, aber Speednoodle 2... Also ich könnte die hier rausnehmen und ummodeln. So. Nein. So. Aber allgemein auch noch mehr davon bauen. Könnte natürlich auch wieder automatisieren, aber die Roboter scheinen das noch nicht ganz so wuppen alles. Meine Kiste da. Ja doch, 91 Roboter nichts zu tun haben. Was für mich aber eher heißt, ich habe wieder irgendwo einen Fehler gemacht und deswegen haben die Roboter nichts zu tun. Ich schaue euch gleich mal. Da sind sie. Okay. Tada! Schneller! Damit noch mehr dran vorbeihuschen kann. Geht das nicht auch so? Geht trotzdem vorbei. Aber es staut sich hier nichts. Hier ist okay so. Das heißt, das alles war gar nicht wirklich notwendig mit dem roten Abschnitt da. Aber was soll's. Also, Kupfer und Eisen muss dran gearbeitet werden weiter. Basen müssen getötet werden. Die Ostexpansion muss weiter gesichert werden. Regelmäßig neue Blueprints setzen. Ich werde wahrscheinlich mit den Mauern nicht ganz hinterherkommen. Außer ich fange wieder an, das Ding hier zu automatisieren. Dass dann die Mauern noch hergestellt werden. Forschung kann ich soweit weiter betreiben, denn ist mittelfristiges Ziel ein Kupferaußenposten, den ich irgendwie autark bekommen muss, was mit normaler Munition halt nicht geht. Das heißt, ich müsste die ersten Lasertürme testen, die ich allerdings noch nicht erforschen kann, oder? Plasma? Nein. Plasma Launcher? Nein. Ich hatte doch schon Lasertürme. Lasertechnologie, ja. Oh ne, das müsst ihr noch erforschen. Ein Laser-Turret, den ich irgendwo übersehen habe. Hä? Ist available. Aber ich sehe das Symbol hier oben gar nicht. Ah doch, da. Ganz klein und versteckt. Also das wird definitiv erforscht und nächste Folge teste ich dann damit mal rum. Ich müsste nur vorher irgendwo eine von den Minen auf... Ah, ich stehe hier meinen... Barstromdingern. Ich müsste vorher eine Mine aufstellen. Das heißt... Da. Das heißt, ich muss jetzt irgendeine Stelle suchen. Da zum Beispiel, wo zwei davon sind. Das dann sichern. Aber das kann ich noch mit einer Zwischenlandleitung machen. Also ne? Einfach ein paar Poles rüberziehen, die ich auch schon mal vorbereiten kann. Und vielleicht auch ein, zwei lange. Genau. Ziehe ich dann rüber, mache hier eine kleine Basis hin. Erstmal mit konventioneller Munition, die ich dann einfach da abliefere. So kriegen wir unser erstes Illyrium. Das Illyrium wird dann in die Basis gebracht, wird dann hier irgendwo weiterverarbeitet. Gibt ja doch ein paar Zwischenschritte, wenn ich es richtig gesehen habe. Dirty Illyrium Dust, Wasser, Schwefelsäure. Ah ne, das war's denn schon. Ja gut, trotzdem wird es hier in der Basis verarbeitet, wo es einigermaßen sicher ist. Und neben die Illyrium-Verarbeitung werde ich dann auch ganz viele Gatling-Türme und Sniper-Türme bauen, dass die nicht zerstört wird. Weil das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Und wenn wir das dann haben, können wir damit die Lasertürme bauen. Mit den Lasertürmen können wir den autarken Kupferaußenposten bauen und haben damit unsere Lebensgrundlage
zwar nicht gesichert, aber für so 30, 40 Folgen wieder einigermaßen gefestigt. Weitere Kupfer. Das da. Das da will ich haben als Eisenaußenposten. Da ist aber keine Basis in der Nähe. Und wenn wir dann die nächsten Tage Basen zerstören gehen, dann zerstöre ich auch die hier am Wasser lang. Jo. Jo. Klingt soweit gut. Also bis gleich.